Lymphödetum. Experten im Gespräch. Heute Dr. Eva Nieder. Thema Anästhesie und Liposuktion. Einst No-Go, jetzt Go-Go. Ihr Job als Anästhesistin ist nicht auf die Operation beschränkt. Wann kommen Sie ins Spiel? Das fängt in der Tat vor der Operation an, schon bei Erhebung der Krankengeschichte, wo es wichtig ist, welche Medikamente die Patienten nehmen. Das ist wichtig für uns zu wissen, um eben Interaktion mit dem Lokalanästhetikum auszuschließen, zu erkennen und sich zu überlegen, müssen wir Medikamente absetzen, ja oder nein. Bei der Befragung nach Allergien wird auch also ganz speziell nach den Allergien gegen Lokalanästhetika und gegen Soja gefragt. Das führt immer zu einem leichten, erstaunten Verhalten, wenn man nach Soja fragt. Ich erkläre das, dass eben diese Mittel in Sojaöl gelöst sind und da kann man eben drauf allergisch reagieren. Dann eben auf die Lokalanästhetika, das ist ganz wichtig zu wissen, die gibt es ja nun hier bei uns in großen Mengen. Also wenn da eine Allergie wäre, wäre ja fatal. Das ist für uns immens wichtig. Auch eben im Vorfeld die Laboruntersuchungen, das EKG. Hier, wir brauchen bei jeder Patientin, ungeachtet des Alters, ein EKG. Hier reicht es sicher einmalig bei einer Patientin unter 45. Das muss nicht, wenn sie herzgesund ist, wiederholt werden. Danach sollte es aber schon im Rahmen von einer Woche vor der OP immer vorliegen, wenn die Patientin älter ist. Es geht einfach auch darum, dass man Herzrhythmusstörungen ausschließt, die sich unter der Tumeszenzlokalanästhesie zeigen könnten und eben verschlimmert werden könnten. Nicht jeder ist für die OP geeignet. Welche Patienten können operiert werden, welche nicht? Patienten mit einer eingeschränkten Koronarreserve, Zustand nach Infarkt, nach Schlaganfall, das sind keine Patienten mehr für uns. Da ist das Risiko sicher zu hoch, aber bei einem Patient, der unter einer Dauermedikation steht und gut eingestellt ist, dass er im Grunde genommen normale Werte, jetzt nehmen wir mal beim Blutdruck, hat, diese Patientin kann durchaus operiert werden. Sie empfehlen die Analgosedierung oder Narkose light. Worum handelt es sich dabei? Bei der Narkose light nimmt man im Prinzip dieselben Medikamente wie zur totalen intravenösen Anästhesie, nur in sehr viel geringerer Dosierung. Das kann aber von Patient zu Patient variieren. Da ist also der Bedarf sehr, sehr unterschiedlich. Wir fangen mit einer Standarddosierung an und korrigieren nach oben oder nach unten, je nach Bedarf. Die Patientin soll ansprechbar sein, sie soll spontan atmen, das heißt also mit der Dosis klarkommen, sodass sie eigenatmet, dass der Reflex nicht unterdrückt ist. Sonst funktioniert die Kommandoatmung noch. Aber wenn es im Verlauf eben so ist, dass ich, gebe ich jetzt zu viel, dass sie schmerzfrei ist und sie hört auf zu atmen oder zu wenig, dass sie dann doch Schmerzen hat, dann ist es sicher ratsamer, bei der eigentlichen Operation eine Vollnarkose zu machen. Wie kann man bei der Narkose light erkennen, ob etwas nicht stimmt? Was wären Alarmzeichen? Meistens sind die Patienten wach, also es würde dann schon so anfangen, dass er sagt, es kribbelt so am Mund, beim sehr hellhörig werden, bei metallischem Geschmack, Klingeln in den Ohren, also dann müssen die Alarmglocke gehen, also sollte noch Tumeszenz laufen, mit dem Lokalanästhetikum sofort unterbrechen natürlich. In Ihrer Arbeit mit Professor Corneli, wie oft kam es bisher schon zu kritischen Situationen? Bis jetzt noch nicht erlebt und wir haben ja über 1400 Eingriffe schon zusammen gemacht und ich komme sicher auf 2000. Ich habe es noch nicht erlebt. Wir sind gewahr, es kann sein, wir haben es eben noch nicht erlebt und sind da auch ganz froh, es ist bis jetzt alles gut vertragen worden. Sie bieten auch die Vollnarkose an. Warum, wenn doch die Narkose light Vorteile hat? Wir hatten aber in der Tat sehr viele Angstpatienten, die damit nicht klarkamen. Auch welche, die gerne diese Light-Version gehabt hätten, aber doch nicht mit zurechtkamen. Dann hatten wir eben auch recht viele Adipöse, wo wir auch mit der Analgose versucht hatten. Es ging aber nicht. Das heißt, die Atmung wurde darunter doch so eingeschränkt, dass wir dann auch lieber kontrolliert beatmet haben über eine Vollnarkose. Professor Lewandowski aus Essen sagte am Sylter Kongress, die Lunge wächst nicht mit. Und das ist der Kernsatz eigentlich, der die Problematik eigentlich nicht treffender wiedergeben könnte. Natürlich kriegen die Patienten während des ganzen Eingriffs Sauerstoff. Man muss eben schauen, dass die
Atmung, Beatmung, wenn sie jetzt selbst nicht atmen, ausreichend ist. Das kann ich anhand der Sauerstoffsättigung und der CO2-Messung erkennen. Manchmal kommt man in ein Problem mit einer schlechten Atmung und für einen Übergewichtigen, der ist schneller im Sauerstoffmangel als ein Normalgewichtiger. Wie gewährleisten Sie auch nach der Operation die Sicherheit der Patienten? Also Verlaufskontrolle schreibe ich eben auch ganz groß. Das ist, dass die Patientin einmal von den Geräten, vom Monitor her überwacht wird, eben weiterhin EKG, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, weil ja eben diese Lokalanästhetika über einen längeren Zeitpunkt wirksam sein können. Das heißt, in der niedrigen Konzentration sind sie nicht akut toxisch, aber protrahiert muss sich der Organismus mit auseinandersetzen können. Und es kann eben besonders nach 7, sagt man, bis 12 Stunden hohe Blutspiegel erreichen. Das heißt, in der Zeit muss das Augenmerk auch nochmal auf Patientin besonders ausgerichtet sein. Wir haben also, wie gesagt, einmal die Geräte, die wichtig sind zur Überwachung, aber ganz besonders wichtig ist eben auch die persönliche Beurteilung durch Arzt und Mitarbeiter. Und ich arbeite also ganz bewusst hier mit Fachschwestern aus der Intensivpflege und der Anästhesie, eben auch schon mit langer klinischer Erfahrung, die absolut wissen, worum es bei uns geht. Und das verschafft uns auch noch eine zusätzliche Sicherheit und die eben auch im Falle eines Zwischenfalls selbstständig schon intervenieren könnten.